erstes stand die Drehbuchbesprechung an. Die Regie bei dem Projekt übernahm Schauspielcoach Manfred Schwabe gemeinsam mit Chloe Camus, der Gewinnerin des ersten Preises. Ja, ich spiele Dana, ich spiele das Mobbingopfer, welches dann dem Pierre im weiteren Verlauf des Krimis hilft, aus seiner schrägen Situation rauszukommen. Wir haben eine Gruppe mit der Anführung von Pierre, die mit dem starken Pierre an der Leitung mich, Dana, mobbt. Und ich bin eher das schüchterne Mädchen, das unauffällige Mädchen, das mich da auch echt ein bisschen unterdrücken. Aber dennoch weiß ich irgendwie meinen Wert so ein bisschen zu schätzen, lass mich nicht komplett down machen, sondern habe immer noch so ein gewisses Selbstwertgefühl, was aber echt terrorisiert wird. Ich bin kein schüchterner Mensch, bin eher selbstbewusst, aber Dana ist ja das komplette Gegenteil davon. Sie ist ja das Mobbing-Opfer und das ist für mich halt die komplett andere Seite und das ist echt schwer, sich dahin hineinzuversetzen, aber auch echt interessant. Das Ausstattungsteam setzte sich zusammen und überlegte gemeinsam, was sie für die folgenden Drehtage benötigen werden und auf was sie sich vorbereiten müssen. Ich bin hier in der Technik AG und helfe halt für Ton, Kamera und auch die Lichtverhältnisse, damit alles super klappt. Wir haben jetzt eben ein bisschen geübt schon mal, wie das mit dem Licht ist und es hat echt Spaß gemacht. Wir haben jetzt schon viel gelernt, wie das mit dem Ton und der Kamera, wie alles funktioniert. Ich denke, wir sind für heute Abend echt gut vorbereitet. Das ist der Drehort. Eine alte, verlassene Fabrik. Perfekt für Chloes Geschichte. Nach einer kurzen Besprechung vom Ablauf des ersten Drehs stand nun die Besichtigung der Location auf dem Plan. Während die Schauspieler die Stellprobe für die ersten Szenen durchlaufen, baut das Team von Kameramann Nils die Technik auf. Da aber erst gedreht werden kann, sobald die Dämmerung anbricht, nutzen Nicole und Julius die Zeit, um sich ihren Kopf frei zu tanzen. Ich verkörpere die Rolle des Pierre. Ich bin der Cybermobber sozusagen, der Videos über Dana erstellt und ja, sie so halt fertig macht, um in den Clan aufgenommen zu werden. Dieser Clan, der nennt sich der Orden der Ritter des Feurigen Kreuzes und ist eher ein ausländerfeindlicher Clan. Ich bin jetzt selber nicht so ausländerfeindlich, das macht es mir auch schwerer, mich in diese Rolle reinzufinden. Nun ist es soweit. Die Sonne ist untergegangen und die ersten Shots des Films werden abgedreht. Doch was passiert eigentlich danach mit dem Material? Wer kümmert sich darum, dass am Ende ein fertiger Film entsteht? Ich schneide den Film zusammen. Bei mir kommt sozusagen das ganze Material, was gedreht wird vor Ort bei euch am Set. Schlägt irgendwann hier an diesem Platz auf, wird auf den Computer gespielt und dann werden die einzelnen Teile zusammengefügt zum fertigen Film. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Material, was ich hier bekomme. Und da kann ich auch schon sehen, dass es auch am Set wirklich sehr, sehr gut und koordiniert und sowas vor sich geht. Und der Output, der dann letztendlich bei mir dann angespült wird, macht Spaß damit zu arbeiten, mit dem Material. Es sind schöne Bilder dabei, gute Sachen, schöne Momente. Da wird was Gutes draus. Ein neuer Tag in der Fabrik. Was macht eigentlich die Ausstattungsgruppe? Also heute am Dienstag drehen wir eine Nachtszene, allerdings am Tag. Und wir drehen das innen, also nicht außen. Und dadurch die Fenster, es sind sehr viele Fenster hier in der Fabrik, eben das Licht reinkommt, müssen wir das alles abdunkeln und abkleben. Und
Ja, aber ich denke, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Es ist ein schwieriger Drehort hier, die alte Fabrik. Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben lange Stromkabelwege, da fällt dann auch manchmal der Strom aus, da müssen wir uns drum kümmern. Wir müssen Fenster verdunkeln, weil der Film in der Nacht spielt. Aber das kriegen wir eigentlich alles ganz gut in den Griff. Gerade werde ich grün und blau geschminkt von der lieben Leonie, die macht das sehr gut. Damit man halt sieht, wie stark die Überzeugungskraft von den Clansmännern ist, mich in den Clan reinzuholen. Die haben mich nicht verschont. Eine der wichtigsten Szenen der Woche ist das Ritual des Ku Klux Klan mit dem brennenden Kreuz. Also ich mache Co-Regie. Der Manfred gibt mir für Tag mehr Verantwortung darauf, übergibt mir seine Aufgaben. Das fällt mir jetzt noch ein bisschen schwer, aber ich komme da so langsam rein. Heute ist für mich jedenfalls der wichtigste Tag in der ganzen Woche, weil wir machen das Ritual. Das ist auch, glaube ich, für die Statisten, die wir jetzt haben, eine große Herausforderung, hier in den Gewändern wirklich dieses Ritual nachzuspielen. Noch bevor das Projekt in Hillesheim startete, musste sich ein Team aus Schülerinnen um die Kostümierung des Ku Klux Klan kümmern. Den Workshop leitete Kirsten Sauer. In Chloé Camus' Story kommt ja der Ku Klux Klan drin vor, oder eben 15 bis 20 Personen, die so aussehen. Und da braucht es halt die Kostüme dazu. Ich habe erstmal Fotomaterial zusammengesucht, habe tatsächlich Figurinen gefunden, das sind Zeichnungen von Kostümen und auch Aufnahmen, die wirklich zeigen, wie die Kostüme oder diese Kutten wirklich aussahen. Wir haben ja die Ku Klux Klan Embleme auch selber gefertigt mit Hilfe von Schablonen und Farbe und haben die dann nachher noch umnäht, damit sie gestickten Aufnähern zum Verwechseln ähnlich sind. Also wie die hier arbeiten, glaube ich, dass die Kostüme super werden. Wir haben jetzt schon Ergebnisse, mit denen ich total zufrieden bin. Die Hüte, die Gewänder sehen alle super aus und ich glaube, dass die am Ende sich auch gut machen. Wir haben heute die große Abschlussszene zu drehen. Am Ende werden die Bösen gefasst und die Guten werden gerettet. Die Polizei kommt und ein Rettungswagen kommt. Also wir haben heute großes Aufgebot und da gibt es nochmal richtig viel Action. Bis jetzt läuft es super, super gut. Sind alle total bei der Sache, richtig konzentriert, machen mit, haben eigene Ideen. Es macht richtig Spaß. Auch Ralf Kramp, der Krimi-Autor, der den Anfang der Geschichte geschrieben hat, übernahm eine kleine Rolle als Kommissar. Hey, Polizei, stehen bleiben! Ich brauche jetzt hier alle Mann sofort. Ja? Wir sperren das ganze Gelände ab. Alle Straßen, alle Wege und den Wald. Okay? Wir sorgen dafür, dass wir einen schönen Film kriegen. Wir sorgen dafür, dass die Schüler viel lernen und so viel wie möglich eigenständig an diesem Film arbeiten. Highlights hatte ich in dieser Woche viele. Wir haben ein Kreuz in Brand gesteckt, wir haben gruselige Geräusche gemacht. Ich habe gesehen, dass die Chloé, die Preisträgerin, die jeden Tag gewachsen ist, dass sie am letzten Tag eigentlich den Dreh selbstständig geschmissen hat. Um nur drei Highlights zu nennen. Ich könnte da endlos weitermachen. Die Gerolsteiner, die vor 2 Jahren gewonnen haben, haben uns geholfen. Die Polizei hat uns geholfen. Wir hatten jegliches Vertrauen und jegliche Hilfe aus ganz Gerolstein, von Polizei, von Feuerwehr, von Sanitätern, von den Gewinnern von vor 2 Jahren, sodass wir dann teilweise mit 25, 30 Leuten am Set waren, große Sachen gedreht haben, was für mich keine Selbstverständlichkeit ist. Die Fackeln gebrauchen von der Ausstattung.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also die Woche ist jetzt super gelaufen. Jeder hat sich richtig ins Zeug gelegt, auch bei der Ausstattungsgruppe. Jeder hat hier fleißig aufgebaut, Fenster abgedeckt, eine schöne Sitzgelegenheit gemacht. Die Technik war immer bereit. Also ich bin total zufrieden mit allem. Also am Anfang, in den ersten beiden Tagen, habe ich so gemerkt, ich muss da doch so ein bisschen reinkommen ins Regieführen und sowas. Und auch zu sagen, du machst das, du machst jetzt hier das und so, das fiel mir persönlich auch so ein bisschen schwer. Aber gerade heute habe ich gemerkt, dass ich da doch so ein bisschen mehr durchgreifen konnte und so ein bisschen mehr aus mir rausgekommen bin. Und ich glaube, mit dem, was wir jetzt aufgenommen haben, was wir gedreht haben, dass das echt am Ende ein super Film wird.